Viele von unseren Unterstützern und Helfern waren schon im Norden von Thailand, haben sich das Waisenhaus dort angeschaut, haben die Kinder besucht. Viele haben ja auch Patenschaften dort und helfen dort auch mit, haben beim Aufbau geholfen, Mauern aufmachen, Wasserleitungen legen, Kinderspielplatz herrichten. Und einer, der auch schon dort war, ist der Hannes. So, das ist jetzt unser Hannes, der von Anfang an tatkräftig die Kinder in Thailand und die Babsi mit Bandoi unterstützt hat. Und er wird uns jetzt erzählen, wie das damals war, wie es da drüben war. Hannes, wie war das? Das war wirklich richtig. Ich bin umgeflogen mit größter Begleitung. Die Babs haben wir auch heute dann in Bangkok und dann haben wir, was man das heißt, ging gesagt und alles. Und da haben wir uns einfach, was das ist, man trifft sich mit den Leuten und so. Und vorhin, das war auf Boxen, das, wir sind nachher Grundsachen gefahren, mit dem Moped. Und da haben wir die Fände auch geschaut, alle, was sie so angeboten haben. Da waren ein paar Zigeine dabei, die was da ein bisschen mehr verloren haben. Was nicht passt, aber. Und dann hat sie mal hingehauen. Bin ich auch wieder gefahren. Da hat sie einen neuen Bau gehabt. Da war eine Rennzeit und da hat sie noch mehr gefahren. Und ja, da war sie in der Rennzeit. Und die bin jetzt in zweimal drin bin schon. Und wie war die Entwicklung, wie du das erste Mal drin warst und was war jetzt schon alles ja, da? Das ist ja ganz anders. Jetzt ist ja da, jetzt ist ja sieben, dort war es ja aufgeregt. Da war ja auch so ein Kern in der Nacht, die das Bett haben, die los haben. Da war ich wieder dran einfach. Ne? Und ja, genau. Und wie viele Kinder waren am Anfang dort? Da waren wenig. Also waren dort 9 Kinder. Das war so. Und jetzt sind wir schon 30 geworden. 30 sind geplant, zurzeit sind 17 Kinder, die dort betreut werden, gell? Genau, ja. Und da war ich gar nicht muppet. Da war ich ab ins Kloster gegangen. Da haben sie sich angehört, am Wochenende sind die Kinder ab ins Kloster. Die Buddhisten da mit den großen Scheinen. Was wir für mich haben. So die Mönche? Mönche, genau. War echt interessant. Die sind dabei gewesen. Hat dich die Babsi zum Arbeiten auch eingespannt? Ja, da haben wir nicht gesehen, weil da ist nicht gestanden, dass ich arbeiten war. Das ist aber das Gelände gewesen. Und da war so ein Harald dort, der Komische. Und da wurde da einer vor der Tür geschlafen, da ist nichts passiert. Da war wild. Beeindruckendes Erlebnis. War auf alle Fälle beeindruckend, ja.